Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke. Und ich bin glücklicherweise Besitzer eines iPhones und nicht eines Android-Handys. Naja, aber nur in Bezug auf einen Punkt, den ich jetzt gerne mit euch besprechen möchte. Es ist nämlich so, dass bei Android-Phones die WLAN-Schlüssel, die angelegt werden, die Passwörter, unverschlüsselt auf die Server von Google übertragen werden, zu Backup-Zwecken. Das heißt, man darf davon ausgehen, so schreibt es jedenfalls der Spiegel bzw. Spiegel Online, dass Google im Besitz von mehreren Millionen WLAN-Passwörtern ist. Und das ist gar nicht so klar geworden, denn oftmals registriert ihr euch, habt noch keinerlei Daten und schon wird das Backup gemacht, denn das Erste, was ihr ja eingegeben habt, ist das WLAN-Passwort, um mit dem Handy überhaupt ordentlich arbeiten zu können. Jetzt ist das natürlich in mehrfacher Weise problematisch, denn das WLAN-Passwort, das verwenden viele auch noch zu anderen Zwecken. Und gerade wenn man jetzt weiß, dass die NSA offenbar direkten Zugang zu den ganzen Google-Servern und den großen Companies in den USA hat, sind die auch darüber im Besitz des Passwortes, um sich entweder in eure anderen Accounts einzuhacken oder ihr wisst auch aus früheren Videos von uns, dass Google Standortdaten der WLANs gesammelt hat, als sie mit ihren Street View Autos rumgefahren sind. Das heißt, theoretisch könnte jetzt jemand sagen, okay, ich habe jetzt ein WLAN-Passwort und ich weiß auch genau, wo dieses WLAN steht, nämlich noch über die Street View Daten von Google. Das könnte also jemand vor euer Haus fahren, sich einhacken, weil er das Passwort ja kennt, und den gesamten Stream mitlesen, was da rein und raus geht über euren Internet-Account. Also das ist ziemlich heikel. Heikel ist auch, dass ihr genau diesen Part aus dem Backup nicht einzeln rausnehmen könnt. Ich meine, ihr habt eine Möglichkeit, dort das gesamte Backup zu löschen, aber nicht eben nur das WLAN-Passwort. Wieder mal ein Datenschutzthema, das überrollt uns in Zeiten des Überwachungsskandals tagtäglich mittlerweile, aber jetzt auch wieder in einem massiven Volumen. Die Menschen wehren sich nicht dagegen, was eigentlich schade ist. Es ist in Deutschland verhältnismäßig ruhig. Die Menschen gehen nicht auf die Straße, dass sie überwacht werden, halten das wahrscheinlich für irrelevant, weil sie sagen, was will man mir schon? Aber wenn man an totalitäre Systeme denkt, Überwachungsstaat, dann kann das schwierig werden, wenn im Moment ist vielleicht die Regierung in den USA noch lieb, sage ich mal, und tut dem einzelnen Bürger nichts, sondern nutzt das für ihre eigenen Zwecke. Aber sowas kann sich auch immer mal ändern. Und das sind alles so Punkte, die mir ein bisschen Bauchschmerzen bereiten. Wobei ich auch sage, Apple ist dann auch der Wolf im Schafspelz. Insofern sage ich, nur auf den einen Punkt hat mich das gefreut. Ansonsten haben wir auch schon ganz, ganz viele Videos gemacht, wie Apple mit Daten umgeht. Also letztlich sind die keinen Deut besser als Google. Aber trotzdem ist es wichtig, dass ihr darüber informiert werdet, dass ihr das im Blick habt und einfach sensibilisiert werdet, wo ihr eure Daten eingebt, denn die werden teilweise an Stellen abgegriffen und gespeichert, wo ihr es nicht einmal vermutet. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr guckt euch noch weitere Videos an, die hier am Rand aufgelistet sind. Und ich hoffe, auch beim nächsten Mal seid ihr wieder mit dabei und abonniert uns oder habt uns schon abonniert. Tschüss und bis dahin.